Ich denke, wir müssen alles tun, dass in Deutschland ein gemeinsames Wir entwickelt wird. Und wir führen zurzeit einen Diskurs Wir und Ihr. Und dieser Diskurs ist sehr gefährlich. Das führt auch bei, wie bei Sarrazin, zu rassistischen Äußerungen und rassistischen Haltungen, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung mit einer Studie festgestellt hat, dass diese rechtsextremistischen Bestrebungen oder Entwicklungen sehr gefährlich sind. Und das ist, denke ich mal, muss uns Sorgen machen in Deutschland und ich denke auch der Bundeskanzlerin. Offensichtlich hatte die CDU es nötig, dass ihre Vorsitzende sagt, ja, der Islam ist eine Religion in Deutschland und der Bundespräsident soll ruhig der Präsident aller, die hier leben, sein. Peinlich genug. Mir fehlen jetzt die Taten. Also tatsächlich Zuwanderung zu organisieren heißt als erstes, die Arbeitsvertragssummen zu reduzieren. Heute können Sie zuwandern nur, wenn Sie einen Arbeitsvertrag mit 60.000 Euro Einkommen haben. Das muss auf 40.000 runter.